Auf der Autobahn sieht man sie manchmal, Schwerlasttransporte, aber auf die Autobahn müssen die erstmal kommen. Der logistische Aufwand, der dahinter steckt, ist enorm. Ein riesiger Koloss, der durch Dörfer, Kreisverkehre gelotst werden muss. Max Seib hat genauso einen Transport begleitet. Wenn andere langsam schlafen gehen und die Straßen leer werden, beginnt ihr Arbeitstag. Projektleiter Alexander Mönikes und sein Team starten heute hier in Kassel eine besondere Reise. Ihre Mission, sie sollen eine 10 Millionen Dollar teure Lokomotive transportieren von Nordhessen nach New York City. Doch schon die erste Strecke bis nach Hamburg, ein Mammutprojekt. Ein ganzer Konvoi ist im Einsatz und die ersten Brücken zeigen bereits, einfach mal nach Gefühl fahren geht hier nicht. Pi mal Daumen funktioniert schon mal gar nicht. Wir sind bei einer Insgesamthöhe von Boden bis Oberkante Zug bei schätzungsweise 4,35 bis 4,40 Meter. Da kann man nicht unter jeder Brücke herfahren. Viele haben schon gesehen, an den Brücken stehen teilweise 4 Meter Durchfahrtsverbot. Wir fahren drunter durch, aber auch nur, weil wir die Genehmigung dafür haben und auf die Höhe absenken können, dass wir drunter durchpassen. 360 Kilometer geht es alleine bis zum Hafen in Hamburg. Und jede einzelne Straßenbrücke ist eine Herausforderung. Um die Lok hier durchzunavigieren, ist das Zusammenspiel des gesamten Teams gefragt. Ruhe und volle Konzentration. Zentimeter um Zentimeter wird der Tieflader abgesenkt. Weder Boden noch Brücke dürfen berührt werden. Mit Erfolg. Bei dieser Brücke kommen Lok und Konvoi ohne Schramm und Probleme durch. Also in diesem Moment fährt er eigentlich noch weniger als Schrittgeschwindigkeit. Er ist ständig darauf fokussiert, auf sämtliche Leute, die ihn bei dem Transport begleiten. Der Lenker, der Udo, der steht hinten in einem Käfig. Der hat immer ein Augenmerk auf die einzelnen Achsen. Der kann von hinten kann er ein bisschen mit nachlenken. Er hat eine Fernbedienung. Er sieht auch genau, wo er agieren muss. Und er hat immer ein Funkgerät, mit dem er dann mit dem Fahrer kommunizieren kann. Der Nachteil: mit besonderer Verantwortung kommt auch ein besonderer Arbeitsplatz. Nachlenker Udo wetzt die ganze Zeit auf seinem Auflieger hin und her, gibt Kommandos. Im Gegensatz zu den Kollegen in ihren Fahrerhäusern verbringt er große Teile der Nacht draußen, quasi auf Deck bei Minustemperaturen. An der Hände wird es ab und zu mal kalt. Ja, aber so von den Klamotten her. Die Anzüge habe ich mir damals oder denn geholt in Norwegen oben. Und das habe ich eigentlich nicht bereut. Das tue ich auch nicht sparen an den Arbeitsklamotten, weil das ist meine Gesundheit. Wenn jetzt hier mit normalen Klamotten, wenn das regnet, dann bist du eine halbe Stunde durch. Du wirst auch nicht mehr warm. Zeit zum Runterkühlen hat Udo aber ohnehin nicht. Denn nun geht es durch eine kleinere Ortschaft. Und die ist mit ihren engen Kurven alles nur nicht gemacht für ein 72 Meter langes Spezialfahrzeug, das nirgendwo anstoßen darf. Also wir haben immer das Problem, dass wir gerade, wenn wir durch Ortschaften durchfahren, dass am Anfang der Ortschaft meistens ein Fahrzeug vorausfährt und den Verkehr abriegelt. Weil wir hatten es jetzt hier in der letzten Ortschaft vor dem Kreisverkehr, dass das sehr kurvenlagig ist und noch viele Verkehrsinseln drin sind. Und deswegen ist es immer sicherer, den fließenden Verkehr einmal abzuhalten, dass der LKW auch, wenn nötig, in den Gegenverkehr fahren kann, weil es dann zum Beispiel an der Verkehrsinsel gerade vorbeigeht, anstatt einen Bogen zu ziehen. Mal wird ein ganzes Dorf abgesperrt, dann eine Autobahnauffahrt. Deswegen darf Alexander Mönikes mit seinem Konvoi nur zwischen 22 Uhr abends und 6 Uhr morgens fahren. Trotzdem ist auch zu dieser Uhrzeit immer wieder Geduld gefragt. Nicht nur bei anderen Verkehrsteilnehmern, die warten müssen, auch bei seinem Team. Da huscht man als Fahrer in einer der vielen Standpausen auch mal schnell ins fahrzeugeigene Wohn- und Schlafzimmer, um nach etwas Proviant zu greifen. Wichtige Stärkung, denn nun wartet die nächste große Hürde auf das 15-köpfige Team. Ein Kreisverkehr. Wir fahren auf den Kreisverkehr drauf. Es wird sehr langsam gefahren, weil die Höhe, man sieht es an den Bordsteinkanten, es ist wirklich nur anderthalb Faust hoch. Das heißt, der Konvoi, der sonst ganz knapp über dem Asphalt fährt, muss hochgebockt werden. Alle 112 Reifen, Meter für Meter. Man kann richtig gut sehen, dass jede einzelne Achse einfedert und hochfährt. Also wie wir jetzt hier sehen können, wo die Lampe leuchtet, es ist hier wirklich Millimeterarbeit. Es ist Haaresbreite, dass wir hier aufsetzen können. Es wird jetzt langsamer gefahren, beziehungsweise gerade gar nicht mehr gefahren, weil jetzt nochmal, man hört es im Hintergrund, es wird nochmal ein bisschen nachgepumpt, dass wir nochmal höher kommen, damit wir hier nicht aussetzen. Immer wieder drückt die 85 Tonnen schwere Lok nach unten.
Nach 1,5 Stunden ist es aber geschafft. Der gesamte Konvoi hat den Kreisverkehr passiert. Mindestens 4 Nächte kämpfen sich Alexander Mönickes und sein Team durch Kreisel, Dörfer und Unterbrücken hindurch, ehe sie mit einer Lokomotive Hamburg erreichen. 20 solcher Fahrten haben sie in den letzten Monaten schon hinter sich. In der Hansestadt wird die Lok dann seetauglich gemacht für die Überfahrt über den großen Teich. Wir haben jetzt die Lokomotive auf so einem sogenannten Marfi. Das heißt, sie wird dann gleich von dem Hafenbetrieb in das Schiff hereingefahren. Dort wird sie dann entsprechend seegerecht gesichert, weil ja auch auf hoher See ganz andere Kräfte wirken. Es ist ja eine ganz andere Dynamik, die auf dem Schiff dann eintreten wird. Und dementsprechend muss natürlich eine ganz andere Sicherung erfolgen als auf dem LKW. Der Grund, warum die Amerikaner diese Lok Made in Germany über 6000 Kilometer transportieren lassen, sie kann beides mit Elektroantrieb durch New York City fahren und als Diesel übers Land in New Jersey brausen. Während eine Lok sich in Hamburg auf den Weg macht, wird in Kassel bereits der nächste Transport vorbereitet. Alexander Mönickes und seine Kollegen werden sich also bald wieder die Nächte um die Ohren schlagen, um mit ihrem Konvoi eine 10 Millionen Dollar teure Lokomotive quer durch die Republik zu fahren.